Du möchtest wissen, wie du deine Küchen vernünftig im Online-Marketing bewerben kannst, dann ja, schau dir auf jeden Fall unsere Marketing-Schablone an. Wir werden heute ein bisschen darüber berichten. Schau dir das Video an, lass uns ein Like und ein Abo da und dann bis gleich. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über unsere Marketing-Schablone sprechen, vor allem über das Thema Küchenwerbung. Denn im Küchenbereich ist natürlich relativ viel Konkurrenz. Wie gesagt, wir haben hier eine Marketing-Schablone, die kannst du dir online kostenfrei runterladen. Wenn das für dich interessant ist, würde ich definitiv empfehlen, das zu machen, weil das, was da drin ist, wirklich, wirklich wertvoll ist. Und wir wollen heute mal ein bisschen darauf eingehen, was ist speziell im Küchenmarkt wichtig zu beachten, wenn ich Online-Werbung machen möchte? Was muss meine Werbeanzeige überhaupt beinhalten, damit ich da draußen überhaupt habe eine Chance, ja noch sozusagen, dass meine Werbeanzeige durchkommt? Und die erste Sache, die ganz, ganz wichtig ist, wenn wir uns den Markt anschauen, das ist auch wirklich ein Erfahrungswert, den wir eigentlich jeden Tag sammeln. Du hast im Küchenbereich, hast du natürlich einen direkten Konkurrenten mit den Möbelhäusern. Das ist natürlich in anderen Bereichen auch vertreten, aber so das ganze Thema Küchenstudios gegenüber Möbelhäuser ist wirklich ja schon fast so eine Rivalität, die sich online natürlich auch ein bisschen fortsetzt. Und wir haben hier eine große Herausforderung, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, ein normales Küchenstudio bist. Die Möbelhäuser an sich, die müssen ihr Geld nicht unbedingt nur mit den Küchen verdienen. Die haben ganz viele andere Produkte, die haben meistens große Stores, wo natürlich auch Laufkundschaft unterwegs ist, und die müssen online das Geld nicht mit Küchen verdienen. Das heißt, was sehen wir da ganz, ganz häufig? Wir sehen wirklich, wirklich horrende Aktionen teilweise, wo man sich schon fragt, okay, oder man sieht es, man denkt sich, es kann gar nicht funktionieren, aber letzten Endes wird es trotzdem ausgestrahlt. Und also, was hatten wir da schon gesehen? 90% Rabatt oder solche Sachen, so kann natürlich nicht funktionieren, aber ist trotzdem als Werbung geschaltet. Die Frage ist, was bedeutet das jetzt für dich als Küchenhändler, als Küchenstudio in dem Fall? Ich höre natürlich ganz häufig von unseren Kunden, hey, wir sind keine ernstzunehmende, oder andersrum, die Möbelhäuser sind keine ernstzunehmende Konkurrenz, weil die Qualität in den Studios natürlich viel besser ist. Würde ich auch grundsätzlich immer mitgehen, das rechtfertigt auch in der Regel immer den Preis. Nur müssen wir uns halt einfach vor Augen führen, das sind die Spielregeln, dass das im ersten Moment auf der Werbeanzeige den Nutzer nicht unbedingt interessiert. Also ich habe da vielleicht eine Sekunde, zwei, drei Sekunden, um den Nutzer erstmal von meiner Werbeanzeige zu überzeugen, nicht von der finalen Küche, sondern von der Werbeanzeige. Das heißt, ich sollte, nicht ich musste, aber ich sollte diesen Aktionstrend etwas mitgehen an der Stelle. Was meine ich damit? Die Werbeanzeige selber muss einfach im Küchenbereich mehr abbilden als das Produkt, was dahinter steht. Ansonsten hast du wunderbare Küchen, du hast eine wunderbare Dienstleistung, wunderbare Montage und Beratung. Ist alles schön, aber du wirst in den meisten Fällen diesen Zuschlag einfach ja verlieren, wenn du wirklich jetzt irgendwie größere Möbelhäuser in der Region hast. Und eigentlich gibt es davon so viele, die hat jeder. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Du musst oder solltest dir, wie gesagt, im Küchenbereich überlegen, was gibt es bei meiner Küche noch dazu? Was kann ich mir überlegen? Was kann ich da vielleicht für eine Aktion draus stricken? Der Kollege hat nachher noch ein paar Vorteile für dich oder ein paar Beispiele, wie sowas aussehen kann. Aber es ist hier wirklich wichtig, einfach auf die Konkurrenz zu gucken und sich zu überlegen, wie kann ich da mithalten. Weil ansonsten, und das ist auch nun mal gesetzt, selbst Leute da draußen, wo Geld keine Rolle spielt, also die sagen, hey, meine Küche kostet 80.000, alles klar, ist kein Thema. Selbst solche Leute reagieren in der Regel zuerst auf die Anzeigen, die einfach attraktiver aussehen. Es ist einfach so. Und deswegen müssen wir da so ein bisschen mitgehen. Wie gesagt, im Küchenbereich Aktion. Im Moment würde ich sagen, state of the art. Zweite Sache, die wir hier auch in unserer Marketing-Schablone immer wieder sehen und die im Küchenbereich schon auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist Social Proof. Ja, wir haben mit dem Thema Küchen, ich würde schon sagen, fast so eine Art sensibles Produkt. Das ist ein sehr, sehr privates Produkt, wenn man so möchte. Das ist einfach eine Dienstleistung, ein Produkt, wo jemand am Ende des Tages viel Zeit verbringt, wo man natürlich auch Freunde einlädt, die dann zusammen was kochen. Man geht in die Küche. Also die Küche ist immer manchmal so vielleicht sogar das Herzstück von einer Wohnung, von einem Haus. Und da ist es einfach sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn du als Küchenstudio Beweise hast von anderen Familien, von anderen Menschen, die einfach sagen, dass das, was du da machst, richtig ist oder gut ist. Und da gibt es jetzt natürlich mehrere Darstellungsformen. Du kannst ganz einfach Google-Bewertungen letzten Endes nehmen. Du kannst auf anderen Bewertungsplattformen Bewertungen nehmen. Du kannst aber auch die Kunden, wenn die zufrieden mit dir sind, einfach mal bitten, sich vor die Kamera zu stellen und einfach zu sagen, das, was du da gemacht hast, finden sie gut. Du kannst bei uns auf der Homepage am-beratung.de kannst du dir anschauen, was ich mit solchen Videos meine. Auch wir haben letzten Endes Partner von uns vor die Kamera gesetzt, wenn man so möchte, denen ein paar Fragen gestellt. Am Ende des Tages entsteht ein gutes Video draus. Und das ist eine Sache, die vor allem im Küchenbereich wirklich ein sehr soziales Produkt, wenn man es letzten Endes so möchte, extrem gut zieht. Und das ist so die zweite Komponente, die wir hier in unserer Marketing-Schablone immer wieder sehen. Kommen wir zu den weiteren Komponenten, das macht der Kollege dann aber. Ja, also ich will jetzt gar nicht mehr so auf die
anderen Sachen allen eingehen. Hier sind so echt starke Tipps drin, das überlasse ich euch. Aber eine Sache möchte ich nochmal eingehen auf das Thema Aktion, weil viele, also ich kriege es immer wieder auch in den Gesprächen mitgeteilt, ja, die Möbelhäuser sind nicht unsere Konkurrenten. Das stimmt zwar, aber Fakt ist, die fallen mehr auf. Und das ist das, was der Nico auch angesprochen hat. Wie kann ich Aufmerksamkeit generieren, aber trotzdem meine Seriosität nicht verlieren? Also wir wollen jetzt nicht mit 80% werben, aber wir können auch eine Aktion seriös bewerben. Und hier gibt es dazu auch ein paar Tipps, aber ich möchte vielleicht nur ein, zwei vielleicht noch nennen, damit du auch mal so ein Bild hast und vielleicht dir auch mal eine komplett neue Aktion überlegen kannst. Also es ist immer gut, wenn du etwas drauf gibst, was dich primär oder vorne nicht mehr kostet. Ja, was meine ich damit? Passendes Beispiel hier, Winteraktion. Winteraktion ist erstmal natürlich, kann alles Mögliche sein. Das heißt aber allein schon mit dem Wort Winter und Aktion hast du schon mal den Trigger geschaffen. Jetzt geht es hier darum, dass du zusätzlich eine Garantieverlängerung bekommst, kostenfrei. Das heißt, die kostet dich vorne nicht viel und wenn du deinen Job machst, in der Regel auch hinten nichts, wenn alles reibungslos läuft. Und so sollte es halt laufen. Auf jeden Fall eine sehr spannende Aktionsidee. Was natürlich sonst immer sehr, sehr gut funktioniert, ist sowas wie eine Referenzaktion. Ja, wir suchen Referenzen, die wir für etwas Bestimmtes, ein Event oder eine Website oder irgendetwas suchen. Fertige Küchen zum Beispiel. Wir machen Fotos von dem fertigen Objekt und dafür, dass wir die Rechte quasi zum Teilen haben, zum Beispiel für die Werbung oder für die Website oder für einen Katalog sogar, dafür kriegt der Endkunde dann eine Belohnung. Was ist hier der massive Vorteil? Referenzkunde hört sich nicht billig an. Und du bist auch selber am Ende, ja, du kannst selber bestimmen, was die Draufgabe am Ende ist, weil wir vorne gar nicht dokumentieren, was es gibt. Wir sprechen hier von Sonderkonditionen, Referenzaktionen, die große Aktion, aber wir sagen gar nicht hier, es gibt 30%, 40%, 50% Rabatt. Und genau das ist letztendlich auch, was die Möbelhäuser versuchen, nur ein bisschen billiger, Aufmerksamkeit generieren. Und das ist letztendlich, wie Nico schon meinte, heutzutage im Bereich Küchen, würde ich auch mitgehen, fast immer unumgänglich. Also da müssen wir irgendwie schaffen, die Aufmerksamkeit zu generieren. Und Fakt ist, wenn du eine Werbeanzeige von einem Küchenstudio hast, was gar keine Aktionen hat und das andere hat von mir aus auch nur 10%, dann wirkt das als Konsument am Anfang erstmal attraktiver. Ja. Und unser Ziel ist es, vorne die Aufmerksamkeit zu schaffen. Und das ist jetzt zum Beispiel auch jetzt, wie kann man noch eine Aktion verpacken, auch wenn es gar keine Aktion ist. Spannendes aktuelles Beispiel, Finanzierungswochen. Mhm. Das heißt, du musst, wie Nico schon gesagt hat, mit der Zeit gehen. Und heutzutage ist es halt eigentlich normal, dass du irgendwas finanzierst. Also sei es ein Auto, sei es ein neues Bett, sei es eine neue Garderobe, egal was. Es gibt immer die Möglichkeit zu finanzieren. Und jetzt ist die Frage, also es gibt ja sogar Unternehmen, die nur auf Finanzierung leben, also sagen wir mal Klarna und so weiter. Das heißt, Nachfrage ist da. Das heißt, wie kann ich jetzt diesen Vorteil also für mich nutzen? Ich kann ja auch Finanzierungen anbieten. Sprich mal mit deiner Hausbank zusammen, besprich dein Konzept und schon könnt ihr das ganze Finanzierungswochen nennen, ab 150 Euro monatlich zur Traumküche. Und dann hast du eine Aktion, ohne da irgendwie einen Rabatt zu gewähren. Aber der Endkunde hat einen Vorteil. Und so kann man natürlich immer weiter planen. Und ja, da gibt es noch sehr, sehr, sehr viele Aktionen. Aber wenn du selber dafür keine Zeit hast, dann kennen wir da eine gute Agentur. Ja, genau. Melde dich auf jeden Fall bei uns. Wenn du das Video bis jetzt angeschaut hast, scheint es ja auf jeden Fall für dich interessant zu sein. Wie gesagt, sicher dir diese Marketing-Schablone. Wir haben auch nicht unendlich davon. Das heißt, die werden die Leute rausgeschickt, die sich letzten Endes eintragen. Und melde dich bei uns auf der Homepage. Wir setzen das tagtäglich um. Und es kann natürlich auch sein, gerade bei Gestaltung von Werbeanzeigen, dass in 3 Monaten schon wieder was anderes funktioniert. Ja. Und das erfahren Partner von uns natürlich weit vor dem Markt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Danke dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Und dann würde ich sagen, bis dahin.